Recht herzlich willkommen zur, ja, zu welcher? Gute Frage, ne? 15. Folge von Factorio. Genau, 15. Folge war es. Gut. Ist dunkel, wir sind hier gerade irgendwo an der Ecke am Stehen. Gucken uns an, was hier nicht läuft oder läuft. Kupferplatten waren letztens gerade da. Ah, da kam gerade eine Flasche reingepackt. Also geht das hier voran. Da kommt auch noch zwei neue. Eine Rot hat er auch genommen. Die Grüne hat er alle erwischt. Jetzt kommt da gleich ordentlich Rote. Aber die Grünen bräuchten wir vielleicht mehr, ne? Okay. Jetzt kommt eine Rote, die lässt da durch. Die könnte der obere wenn nehmen, ne? Mal schauen, ob das klappt. Nö. Super, ne? Ja, Rote sind wohl genug drin, dem fehlen wohl die Grünen und die lässt der andere wahrscheinlich gar nicht durch, ne? Ja, schade. Gut, dann müssen wir weiter gucken, wie wir da vorankommen. Zurzeit rutscht ja alles weiter vor. Wir haben hier unten noch 27 Bänder. Können wir noch was verlängern in dem Sinne? Ist nur die Frage, was, ne? Er packt da wieder drauf, das bewegt sich auch. Ja, die Kiste ist leer, ne? Ja. Das würde bedeuten, die können wir auch mal gerade wegnehmen, damit wir das sofort sehen. Okay, da ist noch ein grüner drin, den nehmen wir nochmal raus. Da ist auch noch einer. Die Kiste ist leer. Und die ist voll. Ist jetzt aber auch nicht drin, was drin, wo ich sage, ich nehme es mal raus, damit es weitergeht. So, die war leer, ne? Genau. Dann bauen wir die auch mal ab. Und da können wir die beiden reinmachen, dann geht das auch wieder voran. Gut. Ja, irgendwo dreht sich ja alles ein bisschen hier. Jetzt dreht sich die Innenbahn hier, aber die Außenbahn dreht sich nicht mehr. Hier dreht sich aber beides. Das bedeutet, da muss doch irgendwo ein Problem vorliegen, dass nur eine geht, oder? Ach, hier ist noch ein Problem dran, ich sehe schon. Ja, die Frage, wie wir das hinkriegen, ne? So, jetzt geht der eine ein Stück vor, aber auch wieder nicht richtig so, wie ich mir das vorgestellt habe, okay. So, jetzt ist es mit beiden. Müssen wir da so rotieren und so machen. Ah, dann geht es wieder nicht so, ne? Dann ist es wieder falsch. Das bedeutet, wir müssten hier so ein anderes Teil, so ein Schieber dahin bauen. Kriege ich den gebaut? Transportmäßig ist es der. So, den bauen wir jetzt. Und den haben wir hier. Den müssten wir jetzt hier irgendwie einbauen. Also rotieren wollen wir den. So. Das Förderband da wieder hin. Und dann sollte es vielleicht funktionieren, oder? Ja, es rutschen beide durch, glaube ich. Ja, das sieht so aus. Und der wird noch dazwischen geschoben, oder? Gut, das funktioniert wohl.
Und jetzt haben wir auch einen schönen Kreislauf, der sauber geht. Nur wie weit geht er, das ist die Frage, ne? So, hier rüber, da ist auch, guck mal, die Flaschen sind alle weg. Weil der Kreislauf jetzt mehr läuft, ne? Aber was brauchen wir hier? Elektroteile fehlen da. Wann kommen die nächsten Elektroteile vorbei? Das ist hier die Frage, ne? So wie es aussieht, momentan gar nicht. Ah, da werden sie wieder auf die Wand geschmissen. Kommen sie in den Kreislauf wieder rein? Sieht so aus. Ja, da sind auch welche unterwegs. Hier sind auch noch welche. Ah, da wurde gerade ein roter sogar abgenommen und da werden ja jetzt auch welche produziert. Ich glaube, jetzt haben wir den Stau gelöst. Na, kriegt er die Flasche dazwischen? Oder klappt das dann doch nicht? Ja, da ist er in der Lage gewesen, die da reinzumachen. Kein Elektroteil zu sehen, doch da. Ist die Frage, wo verschwindet das? Bis dahin ist es. Läuft vorbei, läuft vorbei. Ja, läuft weiter vorbei. Und? Da wird es nicht rausgenommen, da muss es hier unten irgendwo rausgenommen werden. Will ich hoffen. Ja, ist durchgelaufen. War das hier, wo es rausgenommen hätte werden müssen? Ja, und da ist nichts passiert. Der geht aber rein und der raus. Gespeichert, okay. Da gibt's grüne Getränke. Ah, da kommt eine Platine jetzt auf der Innenbahn. Wird aber auch nicht rausgeholt. Warum nicht? Wo ist da das Problem? Es kommen keine Platinen mehr rum. Da möchte der auch Förderband ablegen. Geht irgendwie auch nicht. Jetzt bewegt sich alles relativ gut, aber die Förderbänder sind total voll. Dann haben wir dann Angriff, ne? Es wird hell. Der kann nicht ablegen, der kann nicht ablegen. Ja, das ist komisch. Okay, da wurde gerade ein roter Saft runtergenommen. Hier ist ein Elektroteil fertiggestellt worden. Oh, da nimmt er jetzt was runter. Okay. Da wurde auch wieder was genommen. Drei und eins stand da jetzt gerade drunter. Ist das auch der Inhalt da dran? Ne? Ah, sieht wohl so aus. 3 und 2. 19, 2. 3. Aber hier werden Arme gemacht. Tja. Irgendwie klappt das hier nicht so richtig, ne? Ist die Frage, wie wir das in den Griff kriegen, ne? Guck
vor, als ob wir hier ein paar von bauen sollten. Die hier irgendwie einfügen. Ich denke mal hier hinbauen. Oder da. Dahin. Und dahin geht nicht, will er nicht. Dahin. So, einen haben wir sogar noch. Interessant. Dann würde ich fast vorschlagen, dass der dahin kommt. So. Dann brauchen wir Förderbänder. Okay. Und ne, das war schon so richtig. Gut, das läuft. Und das läuft auch. Der schiebt jetzt den da auch immer schön rüber. Aber der kriegt jetzt nichts mehr, der Roboter da. Also auch nicht richtig. Das würde bedeuten, ich müsste von dort was nehmen, ne? Schwierig. Ja, was machen wir da? Gute Frage, ne? Also da unten können wir schon mal was wegbauen. Das kann auch weg. Jetzt funktioniert das da nicht mehr. Super. Den auch weg. Nee, da müssen wir drehen. So läuft's erstmal. So, der nimmt ab. Der geht drauf. Das bedeutet, dass ich da vielleicht so rummachen muss. So rummachen muss. Und da. Na komm, bleib doch mal da jetzt stehen. Den weg. Und dahin. Jetzt hat er keinen Strom auf der Stelle, auch gut, ne? Jetzt ist wieder Strom da. Den weg. Und den hin. So. Gucken, ob da was abgenommen wird. Sieht nicht gut aus. Die äußere Bahn hier, die funktioniert gar nicht. Die Idee war gut, läuft aber nicht. Jo. Elektroteile fehlen da. Die kommen da auch gerade nicht vorbei. Und auf der Seite ist auch Stau. Gut.
Und das liegt einfach und alleine daran, dass hier unten das nicht ist, ne? So, jetzt läuft's da erstmal durch. Jetzt läuft's da auch wieder. Und jetzt gucken, ob es jetzt läuft. Ich glaube, jetzt geht's. Jetzt haben wir den Stau auch, glaube ich, behoben. Ja, das läuft hier auch auf beiden Spuren wieder. Sieht einigermaßen aus, oder? Der rein, der rein, der raus. Ja. So, wie es jetzt im Moment aussieht, müsste das funktionieren. Ja. Kommt jetzt auch nicht das Passende vorbei, dass hier irgendeine Maschine ansprengen würde, ne? Gut, aber für die Folge würde ich sagen, soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.